Dieser Applaus geht raus an die Spieler des DSC Arminia Bielefeld. Und diesmal zum Glück nicht sarkastisch gemeint, sondern mal ausnahmsweise ganz im Ernst. Diese Reaktion im Gegensatz zum 0:6 in Stuttgart, ich will nicht sagen, war überragend, aber sie war auf jeden Fall ordentlich bis gut. Unsere Arminia gewinnt also gestern Abend 2:0 gegen den FC St. Pauli. Besonders freut es mich einfach für Yanni Serra, der beide Tore geschossen hat. Ich habe ihn in vielen Videos kritisiert, viele auch von euch natürlich, aber genauso sehr habe ich auch gesagt, dass ich ihm gönne, wenn der Knoten mal endlich platzt, und ich hoffe mal, das ist seit gestern Abend geschehen. Bevor wir über das Spiel gestern Abend reden, wollt ihr euch noch um eine Sache bitten. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, dort findet ihr den ersten Link, der führt zu Fotos bei Tabea, das ist meine Freundin. Sie lädt ja gerne mal auf Instagram Fotos hoch von der Natur, von allem Möglichen, aber natürlich auch von den Arminia-Spielen. Sie hat seit gestern eine neue Kamera, die Bilder werden also qualitativ hochwertiger, also schaut da gerne mal vorbei. Sie wird im Laufe des heutigen Tages, vielleicht auch morgen, die Bilder von gestern vom Spiel hochladen. Würde mich freuen, wenn sie ein wenig mehr Aufmerksamkeit bekommt. Jetzt reden wir über das Spiel. Ja, 2:0 gegen den FC St. Pauli, das tut natürlich den Fans gut, gerade weil es gegen den Hassgegner unserer Freunde ist, St. Pauli. Ja, wir gehen mal rein ins Spiel mit der Aufstellung. Besonders gewundert hat das mich natürlich, dass Fabian Klos gleich von Anfang an auf dem Platz steht. Ich hätte noch nicht mal damit gerechnet, dass er überhaupt wieder fit ist. Kam ein bisschen unerwartet und dann gleich in der Startaufstellung. Ist natürlich erstmal ein Risiko, was Daniel Scherning da eingeht, vollkommen klar. Auch mit Lukas Klünter, dass er gleich in der Startaufstellung stand. Aber es ist gut gegangen. Man hat gesehen, gerade bei Fabian Klos, dass es einfach gut tut, dass er wieder in der Mannschaft dabei ist. Er ist einfach ein Leader, er ist ein Kämpfer und kann die Jungs mal so richtig anpacken, dass sie wieder ihre Leistung bringen. Die erste Hälfte war nicht besonders. Ich denke mal, wir hätten uns noch nicht mal beschweren können, wenn es mit einer 1:0-Führung für St. Pauli in die Halbzeit gegangen ist. Aber wir hatten natürlich auch einen sehr, sehr starken Martin Freisel, der gerade diese eine Chance von St. Pauli wunderbar verhindert hat, beziehungsweise das Tor verhindert hat. Hat sich da auch ordentlich selbst gefeiert. Viele kritisieren ihn dafür, dass er immer selber feiert. Aber ich finde das gut. Man muss auch mal einen Torhüter haben, der da richtig Dampf reinbringt, der sieht, wenn er einen Schwung vereitelt, dass ihm das richtig gut tut. Und ja, was bringt uns ein Torhüter, der dann in sich gekehrt ist? Ich finde das gut auf jeden Fall, viele von euch nicht oder einige von euch nicht, aber so ist das nun mal. Jo, zweite Hälfte war dann auf jeden Fall ein ganzes Stück weit besser. Die Jungs haben auf die Südtribüne gespielt und das hat man auch gemerkt. Stimmung gestern war auch sehr, sehr ordentlich. Und ja, im Laufe der zweiten Halbzeit hat sich Arminia die ein oder andere Chance herausgespielt. Das 1:0 lag auf jeden Fall in der Luft. Von St. Pauli war kaum noch was zu sehen. Ich glaube, ja, in der ganzen zweiten Hälfte hatten sie zwei Torchancen. Das war es dann aber auch. Arminia hat das Spiel auf jeden Fall gut im Griff gehabt. Und so war es dann auch, ja, Mitte der zweiten Hälfte endlich soweit. Yanni Serra hat das 1:0 geschossen. Profitierte noch so ein bisschen dadurch, dass der St. Paulianer ins Leere grätscht und hat dann einen wirklich wunderbaren Linksabschluss rausgehauen. Ich weiß nicht, ob er Linksfuß ist, wahrscheinlich bei dem Schuss. War auf jeden Fall sehr schön ins untere Eck gesetzt. Torhüter, ja, an einem guten Tag wäre er sicherlich rangekommen, aber den hältst du auch nicht mal gerade so. Der kam mit richtig ordentlich Schwung. Und auch gerade wie er gefeiert hat, wie er gejubelt hat, da hat man richtig gesehen, dass da richtig Emotionen rauskamen. Und das fand ich richtig, richtig geil. Auch im Block war natürlich die Stimmung danach wunderbar. Und so war es dann auch kurze Zeit später, dass Arminia zum 2:0 traf. Wunderbare Flanke von Christian Gebauer über die rechte Seite. Und Yanni Serra stand dann doch ziemlich frei. Die St. Paulianer Hintermannschaft, da war da auf jeden Fall nicht gut sortiert. Aber das soll uns gar nicht weiter jucken. Yanni Serra köpfte dann 1:0 und das war dann auch der Endstand. Wirklich sehr, sehr ordentliche Leistung auf jeden Fall über die erste Hälfte. Ja, kann man so ein bisschen streiten. Die waren nicht so besonders gut, aber das kennen wir ja aus den letzten Wochen von unserer Arminia, dass es doch eher die zweite Hälfte ist, die dann ja einigermaßen gut bis gut ist.
Ja, das soll es dann also gewesen sein. 2:0 gegen den FC St. Pauli. Wir springen vorerst auf den 16. Tabellenplatz. Klar, Magdeburg und Fürth spielen beide heute noch. Also kann sein, dass wir weiterhin auf dem letzten Tabellenplatz stehen. Wäre auch nicht weiter schlimm. Wir müssen einfach in den nächsten Wochen zeigen, dass wir es drauf haben. Nächste Woche Freitag geht es ja nach Fürth. Das wird ein richtig unangenehmes Spiel. Wenn wir da die 3 Punkte holen, dann können wir, denke ich mal, ein bisschen optimistischer in der Zukunft schauen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir jetzt hier in Euphorie ausbrechen sollten. Das wäre, glaube ich, der falsche Zeitpunkt, nur weil wir jetzt einmal 2:0 gewonnen haben. Das haben wir gegen Kiel und gegen Braunschweig auch und danach stimmt die Leistung wieder nicht. Wir sollten einfach gucken, was das Spiel in Fürth bringt und dann können wir weitersehen, wie unsere Hoffnungen so stehen. Ja, eure Meinung gerne in die Kommentare, diskutiert hier ein wenig mit, ich würde mich darüber sehr freuen. Und in dem Sinne bin ich dann raus. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn euch das Ganze gefallen hat. Und ein Abo auf den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Jo, dann sage ich, wie es auf diesem Kanal immer so schön heißt, reinhauen und auf Arminia!